Und zum nächsten Vlog? Ja, wir haben Montag, den 3. August. Und ich bin auf dem KH15. Ich mähe ein Grünfutter für meine Kühe. Ja, Grünfutter für die Kühe, wohl ich sehe. Ganz einfach, vom Feld dran. Ah, viel besser. ich hol's vom Feld dran, weil einer Mulch ist neu. Ich denke mir, naja, ausgeputzt vom Dreschen war sowieso. Man kann es genauso gut gleich dann für die Viecher holen, das ist gescheiter. Da haben die was zerfressen. Die Feldränder sind sauber, habe ich ja hinten schon gemacht. Und zumal den Rest auch gut. Viel Spaß!
Rehwerk einklappen, Hänger holen, Röcher holen, Hammer. Ja, da freut sich das liebe Vieh. Doch ein wenig muss zerknapsen.
Und besser als heute für Fülle. Zack. Ist halt als überständig groß, aber schmecken tut's, gell? Herr Gandhi. Schmecken tut's? Nein. Ich hab keine Sprechstunde. Mach jetzt nicht. Jo. Die lassen sich schmecken. Ich bin zufrieden, weil ich das dann auch weg hab. Dann hab ich noch einen Strafen. Der geht hinten und der Hecken entlunken. Und dann passt es. Ja, immer Stückles weiß, weil die Kuppel ist ziemlich angefressen. Ja, die gehört abgeschleppt und dann gehört es auch versetzt. Aber unten hier steht leider auch nicht so viel. Ja, hat die ganze Zeit schon schön gerenkt. Und jetzt hat es irgendwie dann wieder aufgehört zu ringen. Jetzt kommt wieder kein Wasser mehr. Ist natürlich scheiße. Aber gut, was wollen wir machen? Irgendwann wird schon wieder Ringer und so lange müssen wir halt improvisieren. Aber das kennen wir ja. Also so schlimm wie 2018 oder 2019 ist es lang noch nicht. So, Mittwoch, den 5.8. haben wir mittlerweile. Ja, ich stehe am Bonndamm unten. An meine Wiesen. Da ist er. Ja, der Nachbar hat schon gemäht. Seht ihr da? Ich stehe da und habe den Hänger dabei und ich habe da Zeug drauf. Ja, was habe ich da für Zeug drauf? Tja, ich habe eigentlich gedacht, der Geruch, der zieht sich da mir vorbei und mich trifft es vielleicht nicht. Mich hat es leider doch getroffen. Mal schauen. Wahrscheinlich schreie er jetzt schon ein paar. Ah, na, kenne ich nicht gut. Gelber Pflanzen. Fiedricher Blätter, ruder Stiel, Vollwurzeln, tja, Jakobskreiskraut oder Jakobskreuzkraut genannt. Ich habe immer die Hoffnung gehabt, mich trifft es auch nicht damit, aber das zeigt, es ist auf dem Vormarsch, überall, egal wo du dich umhörst, so viele Leute haben Probleme damit. Ja, ich war am Montag, wie ich vor der Arbeit heimgefahren bin, auf der Bundesstraße, bin ich von unten gekommen, da rauf. Und hab da vorne vor der Straße aus eine gelbe Blume gesehen. Dann haben wir gedacht, na, gelbe Blume da innen und so hoch, so einzeln. Schaust das einmal lieber an. Also nach der Arbeit dann ins Auto geguckt, runtergefahren. Dann habe ich eine App, Flora Incognita. Haben wir schnell die Blume geklipst. Blüten, Blätter, bing, hat es schon gemacht. Musste gar nicht lang warten. Jakobs Kreiskraut. Scheiße! Wirklich wohl! Scheiße! Ich habe immer gehofft, es geht an mir vorbei, trifft mich nicht. Ja, es hat mich getroffen. Ich die Wiesen dann am Montagabend schon abgegangen, ist aber schon dunkel geworden. Insgesamt habe ich aus der Fläche 10 Pflanzen bei mir raus. Und da einer in der Fläche hin. Und drüben bei meinem Nachbarn war einer gestanden, die habe ich auch gleich raus. Und da vorne, also auf der anderen Seite vom Radweg, da läuft jetzt der Radweg da vorbei. Auf der anderen Seite vom Radweg waren auch noch ein paar gestanden, die habe ich auch gleich mit rausgerissen. Ja, und wie ich heimgefahren bin, habe ich schon gesehen, das sind nicht nur die paar, weil ich weiß nicht, vielleicht seht ihr die gelben Flecken dort, also der dort, das ist ein Sunnerblume, das ist Jakobskreuzkraut, Jakobskreuzkraut, da in einem Baum steht Jakobskreuzkraut, da vorwärts stehen auch noch einmal mehrere Pflanzen. In dem super tollen Blühstreifen für die Insekten, der ja regelmäßig gegossen wird, damit er ja schön blüht, ist Jakobskreuzkraut drin. Dadurch wächst wahrscheinlich mit reingerichtet haben. Ist nicht gut. Ich habe noch nie damit Probleme gehabt, nie in irgendeine Flächen. Die anderen Flächen, wo ich jetzt gemäht habe, da oder meiner, nix. Butterblümler siehst du da. Du siehst Margeriten und was der Teufel, du wächst alles Mögliche drin. Mocherwiese, Margeriten und so Zeug. Habe ich ja da auch. Aber das Zeug noch nie. Aber naja, jetzt hat es mich getroffen. Jetzt habe ich alles ausgerissen. Ich habe jetzt da noch einmal 2 Pflanzen gefunden. Das andere waren gar keine. Da habe ich die App dann genommen, aber das war nichts. Das habe ich quasi herausgerissen. Das da ist irgendein Gliesarten gewesen, ist aber kein Jakobskreuzkraut. Also das war viele.
Ja, wie ich jetzt sagt, warum erkennst du nicht, dass das kein Jakobskreuz gerade war? Ich habe keine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Ich habe die ganzen verschiedenen Pflanzen nicht gelernt, tut mir leid. Ich wenn jetzt in die Wiesen da reingehe, ich kann euch nicht sagen, was das jetzt genau für ein Gras ist oder was das jetzt genau für ein Glies ist. Gib ich auch zu, kann ich nicht. Woher? Weil, wenn man es nicht gelernt hat. Ich habe einen Sachkundenachweis Pflanzenschutz gemacht. Ich erkenne ein paar Dinge im Feld drin, ja. Fürs andere müsste ich ins Buch reingucken, beziehungsweise die App nutzen. Die App nutze ich ja auch, wenn ich spritzen wolle, was ich ja aber nicht mache. Die Schnucken beißen wie Sau. Ja, aber das mache ich normalerweise dann mit der App. Gut, und das zeige ich ja. Ich habe mir gehofft, ich krieg's nicht. Jetzt habe ich's. Ich habe auf dem Habenweg auch gesehen, die anderen Flächen. Ihr wisst, dass ich vorne an der Brücken, also wenn man jetzt den Radweg da vorfährt, dann gibt da mal Brücken, also Flussbrücken geht's drüber über den Radweg und dann ist man ja schon dort, wo quasi der Hang ist. Ihr seht dort hinten den Turm vor der Kläranlage und quasi hier über ist ja die Flächen. Und ich habe gesehen, dort steht da einiges drin, gelbes Zeug. Ich fahre jetzt einmal vor, schauen wir es an. Ich habe aber die Befürchtung, wenn die Flächen verseucht ist mit dem Zeug, wenn da mehr drin ist. Ich schaue einmal, wie umfangreich das der Schaden ist oder durch. Aber dann kann es sein, dass wir die nicht mehr. Es ist nicht meiner, das ist ein städtischer Wiesen, die ich immer mehr darf. Ist alles schön und gut, alles prima. Aber wenn da das Zeug sich drin fleißig vermehrt, weil es ja bloß einmal im Jahr gemäht wird, weil es ja nicht ja, intensiv genutzt wird, wobei das ja relevant ist, intensiver Nutzung passiert ja auch nichts. Ja, ich schaue mir das einmal an, das sehen wir uns dann gleich wieder. Ich werde jetzt vorne am Wegrand noch einmal schauen, dass dort nicht noch was ist. Dann zupfe ich die gleich noch mit raus, nehme die auch mit weg. Und ja, dann sehen wir uns vorne wieder. So Leute, hallo und servus. Und ja, wir sind mittlerweile Samstag, den 8.8. Ja, ich habe vom Ding die Wiesen oder begutachtet und das Jakobskreuzkraut ausgerissen. Ich war da noch vorne auf der anderen Wiesen, das habe ich nicht mehr gefilmt. Die steht komplett voll mit Reinfahren. Das zeige ich genauso giftig. Die habe ich der Stadt wieder zurückgegeben. Oder was hat zurückgegeben? Ich habe gesagt, wir sollen das selber wegholen. Das lassen wir. Ich habe aber am Donnerstagabend dann noch die Wiesen da unten gemäht. Ja, da liegt das Zeug leider recht dürftig. Aber gut. Heu ist Heu. Besser wie nichts. Schauen wir einfach einmal. Heuwände hängt drauf. Und jetzt fangen wir länger mal los.
Schlot, sodass der Bulldog fährt und dass ich die Hydraulik noch heben kann. Wir gehen einfach aus, da läuft die Zapfwellen einfach viel schneller auf die 540 Umdrehungen wie beim KL 300. Andere Erklärung haben wir nicht. Die dreht einfach schneller. Keine Ahnung. Aber ich sag, die lassen eigentlich schön langsam laufen. Ja. Thank you.
will mir schon gedacht.
hier drüben einen an den Bulldog lassen wir. Der passt. Da rein. Das müssen wir jetzt probieren. Ja Leute, und da sind wir jetzt mittlerweile beim Schlusswort an. Für das Video angekommen. Ja, auf die Selberkarten kommt dann noch, noch das Schlusswort und der Rest vom Habenstroh. Das war noch lustig mit aussortieren, aber das seht ihr dann. Ja, das Hai ist daheim, haben wir gestern gepresst. Und eingelochert haben wir es auch, der Zwerg ist leer gerammt. Der von dort jetzt drüber gestochen und ich habe es da ein wenig aufgeschlicht. Also ja, es wird bloß auf die Schnelle. Jetzt will ich hier stehen, die Kreuz krumm, aber das ist wurscht. 65 Ballen waren es. Die 65 Ballen haben wir daheim. Mit den anderen 146 von unten insgesamt und von den 40 da. Ja, ist jetzt der Traumertrag, den man sich vielleicht erhofft. Da fehlt vielleicht wirklich auch mal Gülle oder irgendwas auf die Wiesen. Oder vielleicht auch mal Mineraldünger, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Anfang. Es ist was daheim. Das Habenstroh kommt ja auch noch, ist auch noch als früher gedacht. Also, ja, Futterknappheit habe ich nicht. Die Dinger stehen ja auch noch da. Da auf der Position stehen, glaube ich, zwei. Der und der. Und oben hier sind sie auch noch acht, also sind es zehn. Eine lang circa 4 bis 6 Wochen. Also, ja, gehen wir mal jetzt vom Worst Case aus, also 40 Wochen. Ja, jetzt haben wir die 33. KW. Dann geht einmal 40 Wochen dazu. Dann habe ich das Heu, was ich jetzt gepresst habe. Also es langt auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr, ist überhaupt kein Problem. Wahrscheinlich sogar länger, aber ja, also bis zum nächsten Mal habe ich auf jeden Fall. Könnte mehr sein, wie gesagt, aber für das, dass ich heuer ja so spät dran war, lässt sich sehen. Ja, und wie wir das jetzt mit den Wiesen machen, also Nachseher möchte ich auf jeden Fall, vor allem auf der unten, wo jetzt das Jakobskreuzkraut drin war, die gehe ich im Herbst nochmal ab. Schau nochmal, ob Pflanzen drin sind, stich sie aus, Löcher gleich verfüllen. Und dann mit der Seemaschine will ich wirklich schauen, ein Weidelgras oder irgendwas und vielleicht so eine Luzernemischung oder was mit Nei. Oder Gliegrasmischung. Luzerne ist ja im Endeffekt auch Glie. Und ja, hoffen, dass das dann über den Winter, wenn es feucht ist, schön aufwächst bis zum nächsten Jahr. Und man nächstes Jahr dann unten ein bisschen nicht Rauch kriegt. Gedüngt werden müssen. Mal schauen, aber das sehen wir. Jo, so viel auf jeden Fall jetzt zum Heu. Das war Heu 2020 dann jetzt komplett, weil selbst wenn es jetzt noch einmal was Druckens gibt, dann war das ja bloß krummet und kein Heu mehr. Also mit Heu sind wir durch. Ja, schauen wir mal. Passt schon. Gut, wir fahren jetzt gleich mit dem Bulldog noch los und machen das Stroh. Das seht ihr im anderen Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Servus.